Ist doch kein Chicken Man. Was ist das denn für eine Einheit? Hey Leute, warte euch und willkommen zu einer weiteren Folge von Totally Accurate Battle Simulator. In der Folge heute spielen wir mal nicht im Sandbox-Modus und machen irgendeinen Blödsinn, sondern wir spielen die Kampagne mal ein bisschen, denn mir wurde ein sehr cooler Vorschlag in die Kommentare gemacht. Ich wollte ja so ein bisschen andere Vorschläge haben, dass wir das Ganze mal so ein bisschen auffrischen und nicht immer dasselbe machen. Und zwar der Vorschlag war, dass ich mal in der Kampagne spielen soll, aber ich darf nur die Einheiten benutzen, die auch aus derselben Epoche sind. Also zum Beispiel, wenn wir danach in der Level 19 zum Beispiel, ist dann die Wikinger-Epoche oder die Samurai-Epoche. Die Samurai-Epoche. Dann darf ich nur Einheiten aus der Samurai-Asien-Epoche nehmen. Und so soll es dann ablaufen. Und ich versuche das jetzt erstmal und gucke, ob das hinhaut überhaupt. Und wenn es nicht hinhaut, dann brechen wir es ab. Und das hier ist jetzt einfach nur... Ich würde sagen, lass uns das so machen. Ich darf nur Einheiten aus der Epoche benutzen, aber wenn ich eine Epoche durchgespielt habe, weil es ist ja so ein bisschen chronologisch aufgebaut, darf ich die Epoche auch später benutzen? Lass uns das erstmal ausprobieren. Ich werde erstmal versuchen, nur mit der Epoche das einzusetzen. Wir haben 500 und wir dürfen nur Misk benutzen, weil das sind die Einheiten aus Misk und deswegen setzen wir auch nur Misk-Einheiten. Und gute Einheiten aus Misk, Farmer sind, glaube ich, relativ solide. Die sollten das, glaube ich, relativ locker hinkriegen. Zumindest das ist leicht. So, das erste Level kriegen wir auf jeden Fall hin, weil die Farmer... Haben wir auch eigentlich einen Grashalm im Mund? Ne, das wäre irgendwie geil, wenn wir so einen Grashalm im Mund hätten. Okay, die sollten das aber locker hinkriegen. Und schwupp... ja, okay, die kriegen das locker hin. Erste Level ist super easy. Danke, Spiel, dass du so ein einfaches erstes Level hast. Und jetzt nochmal exakt dasselbe. Halt nur mit mehr Einheiten. Machen wir nochmal die Farmer. Wir haben doppelt so viel Geld sogar. Perfekt. Go. ja, das kann ich ewig so machen. Wenn jetzt immer nur Peasants als Gegner sind, setze ich halt ewig Farmer. Ich finde den Vorschlag aber cool. Das ist so ein bisschen was anderes und ich bin ja echt so ein bisschen müde geworden von immer nur Committee-Vorschläge. Deswegen jetzt mal was anderes zu machen, ist vielleicht ganz gut für mich. Das frischt das auch für mich nochmal auf. Und was haben wir? Okay, jetzt haben wir Schilde. Und die Schilde sind aus Griechenland, wenn ich das richtig sehe. Und hinter den Schilden haben wir Schwerter. Und die Schwerter sind aber nicht aus Griechenland, oder? Die Schwerter sind aus... Sind das die? Ja, die haben auch einen Helm. Okay, dann haben wir jetzt hier zwei Epochen gemixt miteinander. Und zwar darf ich jetzt hier die Kreuzritter benutzen und Griechenland benutzen. Ich brauche vielleicht ein Pferd. Nein. Ich weiß gar nicht, wie ich das angehen soll. Ich mache einfach mal und hoffe, dass das hinhaut. Wenn es nicht hinhaut, habe ich ein Problem. Aber ich hoffe, dass es hinhaut. Und ich setze sie auch mal so, dass sie flankieren. So, einer von rechts flankiert. Und ich hoffe, es klappt. Es ist aber schwer. Weil halt Schildeinheiten sind richtig böse, wenn man keinen Counter dagegen hat. Und ich hoffe, dass meine Bogenschützen nicht meine Einheiten von hinten angreifen. Meine Bogenschützen haben alle verloren erstmal. Komm, es geht, es geht, es geht. Es geht, es geht. Ihr müsst nur schießen, ihr müsst nur schießen, ihr müsst nur... nein, 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 nein. Okay, wir haben noch Überzahl. Wir haben hier noch Überzahl, das ist gut. Der mit dem Schild muss sterben. Der mit dem Schild ist gestorben. Perfekt, jetzt haben wir hier... Ah, das ist kein gutes Setup, das ist kein gutes Setup. Der mit dem Schild ist böse. Bitte, bitte, bitte. Ja, 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 ja. Okay, wenn er den Move macht, muss der angreifen. Wir haben hier aber noch vier Einheiten und ich habe noch vier Bogenschützen. Das ist nicht gut. Guck mal, wie viele Pfeile der getankt hat. Aber theoretisch... Ja, 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 der hat zum Rücken gezeigt. Komm. Okay, jetzt haben wir noch zwei gegen eins. Das können die schaffen. Das können die schaffen. Irgendwann ist der Druck vielleicht auch zu stark auf den. Und der lässt den Schild irgendwie fallen. Okay, wenn er den Move macht und den Angriff-Move macht, muss der eine den in den Rücken schießen. Ja! Ja! Ja, die haben es hingekriegt. Oh, das war knapp. Das war knapp. Okay, jetzt haben wir Speere. Die Speere sind bei Griechenland, glaube ich, ne? Das sind die. Und das ist einfach wirklich eine klassische Kombo. Die Schilde blocken das und die Speere greifen jetzt schon an. Und das sollte höchstwahrscheinlich funktionieren. Es wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil ich es so selbstbewusst angekündigt habe. Aber in der Theorie funktioniert es. In der Theorie funktioniert es und in der Praxis natürlich nicht. In der Praxis werde ich zerstört. Okay, ich wurde wirklich zerstört jetzt in der Praxis. Wobei ich noch einen mit dem Schild. Nicht noch einen mit dem Schild. Ich noch einen mit dem Schild. Der könnte es sogar schaffen. Der könnte es sogar schaffen, wenn er sich jetzt gut anstellt. Könnte er es schaffen. Oh nein, fuck, das war knapp. Sollen wir einfach mal dann wirklich Feuer mit Feuer bekämpfen? Ist vielleicht auch eine dumme Taktik, aber vielleicht funktioniert. So. Ich hoffe, es klappt. Weil wenn nicht, wäre es ziemlich doof. Okay. Jetzt lieber. Ich kann nichts Geiles setzen. Okay. Ich hoffe, dass die aufgespalten werden und sie jetzt sich trennen. Ja, sie trennen sich. Perfekt. Gut, und ich habe die in vorderster Reihe, das heißt, ich habe jetzt immer... Nein, 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 nein. Wieso ist schon eine Einheit gestorben? Und eine hat sich selbst aus dem Spiel genommen. Okay, die nehmen sich alle selbst aus dem Spiel, weil die irgendwo gegenlaufen. Okay, also die Taktik war nicht schlecht, aber meine Einheiten sind halt Idioten. Und das habe ich nicht mitberechnet. Dass meine Einheiten dumm sind. Zum Beispiel der hier rennt einfach gegen Stein und... Okay. Aber es ist nicht so verkehrt gerade. Es ist nicht so verkehrt. Zumindest hier diese Seite könnte gewinnen.
Ja, okay, die Seite hier hat gewonnen. Jetzt haben wir hier noch drei Einheiten und die Einheiten von müssen hier... Okay, die Einheiten sind aber auch hängen geblieben. Und eine ist gestorben, random. Und die kuscheln so ein bisschen. Okay, das ist gut. Das heißt, wir haben jetzt immer Überzahl. Wir haben jetzt hier einmal 3 gegen 1. Perfekt. Weiter, weiter, weiter. Wir haben jetzt hier, glaube ich, nochmal 3 gegen 1. Ja. Ne, 3 gegen 2, aber die haben sich verhakt. Und hier vorne... Ey, der ist echt unsterblich, weil der irgendwie, glaube ich, nicht angreifbar ist von der Position. Der beschäftigt die mega gut. Und die haben gewonnen. Okay, okay, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Alter, regelt der das so gut? Der hat noch einen getötet. Okay, der Bugende hier ist ein bisschen underrated. Der hat das sehr gut geregelt. Feuer mit Feuer bekämpfen ist manchmal nicht so verkehrt. Ist mir gerade aufgefallen. Sehr gut, wir haben wieder gewonnen. Es läuft doch. Okay, ich muss das nicht an. Okay, jetzt haben wir Katapulte. Und wir haben, glaube ich, Dolche. Okay, Katapulte und Dolche. Dolche haben wir hier bei Kreuzrittern. Das heißt, ich kann theoretisch Bogenschützen setzen. Das mache ich jetzt auch. Dann mache ich mal eine einzige Einheit in der Mitte. Ein Fußsoldat. Es ist überhaupt nicht tankig, aber es ist das Beste, was ich machen kann. Und okay. Hoffen wir, dass es hinhaut. Weil die Katapulte spacken so ein bisschen rum. Das Katapult fliegt so ein bisschen in der Luft und nimmt sich selbst aus dem Spiel. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Und der könnte theoretisch... Das als Kreuzritter gegen einen einzigen Dolchgegner verloren. Das ist super schlecht, Buddy. Das ist super schlecht. Okay. Kriegt ihr es zumindest hin, hier eine gute Partie abzuliefern? Nee, ne? Der Zaun ist ein bisschen im Weg. Der Zaun ist ein bisschen doof im Weg, aber gut. Okay. Wir haben jetzt noch ein Katapult. Okay. Das Katapult ist kaputt. Ne, es lebt auch noch. Aber es ist so ein bisschen aus dem Spiel genommen. Und der Zaun ist doof. Der Zaun ist echt doof. Das habe ich nicht bedacht, dass die Zäune hier so assi sind. Ich meine, irgendwann wird hier mal ein Fall durchkommen. Irgendwann wird da ein Fall durchkommen. Aber, oh, okay, jetzt kommt hier mein Bogenschützen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und das Katapult ist auf links fokussiert. Das heißt, jetzt kann ich schön kommen und angreifen. Ein Katapult ist kaputt. Autsch, 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 autsch. Komm, mach das andere Katapult. Komm, 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 komm. Noch ein Treffer. Noch ein Treffer. Noch ein Treffer. Yes, ist kaputt. Okay, das hat hingehauen. Ja, die Bogenschützen sind sehr stark in diesem Level. Das klappt. Das ist klappt. Ist so richtig gut. In welchem Level sind wir denn jetzt schon? Ich habe nicht aufgepasst zu zählen. Ich muss mal, oder sehe ich das, wenn ich gleich im Spiel drin bin? Ich sehe nicht, was das für ein Level ist. Muss ich schätzen, was das für ein Level ist dann? Okay, merken wir uns einfach mal Pyramide. Das erste Level in Pyramide mit die Schilden in der Mitte. Könnte Level 6 sein, oder? Ja, es ist Level 6. Okay. Level 6 sind wir. Das ist nicht schlecht. Es ist viel weiter, als ich dachte. Und wir haben in Level 6 Bogenschützen. Nee, Kreuzritter und Schilde. Und. Ja, okay. Kreuzritter und Schilde haben wir. Okay. Kreuzritter haben wir hier. Die Fußsoldaten und Schilde haben wir hier. Okay, das ist ein normales Setup, was wir eh vorhin auch schon hatten. Ich mach's wieder mit den Bogenschützen. Weil die super nice sind. Und ich platziere wirklich jetzt mal ein Katapult, glaube ich, oder? Oder? Ich weiß es nicht. Ich würde schon gerne ein Katapult setzen. So. Deswegen gehe ich davon aus, dass das Katapult die Schilde vielleicht kaputt macht. Ansonsten hätten wir ein Problem. Das Katapult muss jetzt schön reinhauen in die Schilde. Schön reinhauen in die Schilde. Ja, 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 ja. Okay. Sehr gut. Und die Bogenschützen müssen das hinkriegen, hier die fertig zu machen, bevor die ankommen. Ja. Mehr, 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 mehr. Ja. Perfekt. Nicht perfekt, nicht perfekt. Da sind eine dran, sonst... Oh, fuck. Machen kaputt, machen weg. Okay. Jetzt sind die Schilde halt hier vorne. Das ist echt problematisch. Aber wir haben noch das Katapult. Das Katapult könnte theoretisch alleine die Schilde auch aufhalten. Wenn genug Einheiten kaputt sind. Wenn genug Einheiten kaputt sind, kann das Katapult auch sehr gut alleine regeln. Was jetzt auch der Fall ist. Das Katapult muss... Ja, ja, ja. Perfekt, 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 perfekt. Sehr gut. Das Katapult regelt. Das Katapult regelt. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Noch eine Einheit. Das kriegst du hin. Das kriegst du hin. Yes, Katapult! Das Katapult hat geregelt, Level 7. Jetzt haben wir dasselbe, immer dieselben Einheiten, das ist ein bisschen langweilig. Wir haben jetzt noch Bogen, okay. Ich mache dasselbe wie eben, glaube ich. Bogenschützen, hier so. Perfekt, 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 Alter. Das Katapult ist so gut. Das ist so gut. Level 8, glaube ich, ne? Das ist echt nur Muskels. Guck, Level 8, ne? Ja, Level 8. Nur Musketen. Musketen sind aber leider... Bei Napoleon, das schränkt mich echt krass ein, was ich setzen kann. Ich kann im Grunde auch nur dasselbe setzen. Es ist ein bisschen traurig, aber ich kann nur dasselbe setzen. Und meine Hoffnung ist ehrlich gesagt, dass ich das Grabmonster trigger. Das ist so, glaube ich, das, was ich machen kann, das Grabmonster rufen. Ja, ich habe das Grabmonster gerufen. Und ich hoffe, dass das Grabmonster mehr gegnerische Einheiten kaputt macht als meine. Grabmonster wird gespawnt. Und es geht direkt zu mir. Okay, aber einer geht auch zum Gegner. Wir haben zwei Grabmonster. Ich kann echt nur auf das Grabmonster hoffen. Ich glaube, mehr kann ich nicht machen bei den gleichen Einheiten. Ich kann das Grabmonster beschwören und hoffen, dass das Grabmonster für mich kämpft und nicht gegen mich.
Es sieht aktuell echt nicht so verkehrt aus, was das Grabmonster macht. Die Grabmonster, das sind ja zwei verschiedene Grabmonster. Okay, es klappt so ein bisschen. Ich habe ja hier immer noch ein Monster versteckt. Das heißt, Monster in eine versteckt. Die kann ja nicht angegriffen werden, theoretisch. Das heißt, das ist so ein bisschen mein Joker. Das ist so ein kleines bisschen mein Joker. Oh, 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 oh. Nee, die kann nicht angegriffen werden. Die ist safe. Die ist safe. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Aber hier hat sich auch ein Grabmonster aufgehangen. Das ist nicht cool. Und da hat sich auch eins aufgehangen. Das heißt, wir haben jetzt hier zwei Muskels gegen. Ja. Yes! Grabmonster! Das war so eine dirty Taktik von mir. So eine richtig dreckige Taktik. Okay, jetzt hat er Kanonen noch dazu. Ja, ich kann ja immer noch nur dasselbe setzen. Alles mit dem Grabmonster macht echt das Ganze hier so random. Das war's, okay. Awesome, ich würde es, glaube ich, nochmal machen. Jetzt sind wir, glaube ich, Level 10. Ich glaube, das hier ist Level 10. Level 10. Ja, es ist Level 10. Und Level 10 ist, glaube ich, auch so ein guter Abschluss erstmal für das Video. Deswegen kriegen wir das jetzt locker hin. Und mein Gegner hat natürlich die Kreuzritter. Die sehr beliebten Kreuzritter und die Napoleon-Einheiten. Oder? Hat er Muskets? Er hat. Oh! Moment, er hat den. Hä? Was ist das denn? Das ist doch kein Chicken Man. Was ist das denn für eine Einheit? Was ist das denn für eine verformte Einheit? Das ist doch nicht der Chicken Man. Sind die alle so aus? Nein. Okay, ich darf aber Misc-Einheiten jetzt benutzen. Was ist das für ein. Ich darf aber Misc-Einheiten jetzt benutzen. Aber will ich davon was benutzen, ist die Frage. Und ich glaube, nein. Ich glaube, ich will den Chicken Man benutzen. Und hoffe, dass die Hühner ganz viele Einheiten spawnen. Und ansonsten setze ich einfach nur Peasant und hoffe, dass die Grabmonster die Schlacht entscheiden. Und dass meine Quantität ausreicht, dass ich lange genug lebe. Okay, wir spawnen ein Grabmonster, zwei Grabmonster, drei Grabmonster. Okay. Ich hoffe, dass die Hühner wirklich ein paar Grabmonster spawnen. Das wäre ziemlich cool. Oh, er ist gestorben. Warum auch immer. Okay, Grabmonster, bitte regelt das. Ihr seid meine Hoffnung. Im Kampf habe ich hier keine Chance mit meinen Einheiten. Ich kann nur hoffen, dass die Wüste auf meiner Seite ist. Ich habe so viele Einheiten. Im Grunde wäre es echt überraschender, glaube ich, wenn meine Einheiten sterben. Weil die Grabmonster greifen ja, glaube ich, random die Einheiten an. Und wenn das jetzt eher negativ für mich ist, gewonnen. Okay. Absolute Bullshit-Taktik, aber es hat geklappt. Wir sind jetzt bei den Wikingern. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Wir können jetzt aber so die Axteinheiten setzen. Beziehungsweise die Bären-Einheiten setzen. Und das machen wir in der nächsten Folge. Ich finde das cool, das Konzept. Lass uns das einfach mal ein bisschen weitermachen. Wenn euch das auch gefällt, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Hier ist auch mein Clash Royale-Kanal verlinkt. Wenn ihr darauf Bock habt, auf so ein bisschen Handy-Games, dann könnt ihr da auch mal draufklicken. Würde mich sehr freuen. Ich will ehrlich gesagt Ende des Monats noch die 500 Abonnenten knacken. Ich weiß nicht, ob das gierig ist oder nicht gierig ist. Das würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir es schaffen würden. Schaut da mal rein, wenn ihr Bock habt. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao.